Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gerade auf dem Weg zur Krankenversicherung, Krankenkasse, weil wir da ein paar Sachen klären müssen. Und wir haben heute einiges zu tun. Und da dachten wir, wir nehmen euch wieder so ein bisschen mit. Ja, wir sind jetzt gerade in Lübeck hier bei der Krankenversicherung gleich. Und die Kleine schläft. Oh, jetzt gehen die Augen wieder auf, aber sie schläft. Und genau, wir nehmen euch einfach so ein bisschen mit und wünschen euch einfach ganz viel Spaß beim Vlog. So, meine Lieben, wir sind jetzt da und schaut euch mal Felix Auto an. Ich glaube, da verträgt jemand eine Wäsche, oder? Was würdet ihr sagen? Ich glaube schon. Naja, wir sind auf jeden Fall da im Einkaufscenter. Hier ist nämlich die Krankenkasse mit drin, ganz, ganz komisch. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt im Fahrstuhl. Und jetzt ganz nach oben. So, meine Lieben, wir waren jetzt bei der Krankenkasse. Dann waren wir bei der Provinzial. Und jetzt sind wir bei Felix Eltern. Einmal kurz die kleine Maus zeigen und dann müssen wir noch zum Steuerberater. Und dann haben wir den Tag endlich geschafft. Wir waren jetzt gerade noch ein bisschen shoppen. Felix hat sich ein richtig cooles T-Shirt gekauft, beziehungsweise ich habe es ihm gekauft. Und das zeige ich euch dann nochmal, das ist richtig schön. Jetzt geht's los, ne? Ja? Ja, los. Meine Lieben, wir waren jetzt hier gerade bei dänischen Bettenlagern. Wir haben einmal einen Türstopper für Lias Zimmer gekauft, weil sonst würde die Tür immer gegen das Bett knallen. Und deswegen haben wir diesen süßen Türstopper gekauft. 4 Euro hat der nur gekostet, das ist mega süß. Dann haben wir ein Bettlaken für unser Boxspringbett. Genau, also für so einen Topper. Und das ist so ein Taubengrau. Genau, das haben wir alles mitgenommen. Und Felix T-Shirt ist das hier, was ich euch noch zeigen wollte. So sieht das aus. Mega, oder? Genau, das war jetzt das T-Shirt für Felix, was ich ihm gekauft habe, und der Türstopper und das Bettlaken. Und jetzt geht's nach Hause. Schatz. So, meine Lieben, ich bin hier gerade spazieren mit Nasco und Baby, also Lia. Kommst du, Diggele? Der ist so brav, läuft die ganze Zeit bei Fuß. Genau, die Kleine möchte mich nicht schlafen, beziehungsweise wurde sie gerade leider geweckt beim Schlafen. Und dementsprechend ist sie ganz knatschig. Deswegen laufen wir jetzt eine kleine Runde. Aber sie ist auch schon ganz müde. Und das freut sich auch, nochmal eine Runde zu gehen heute Abend. Ist nämlich auch schon spät. Kommst du? Super! Baby, ich ziehe meine schicken Latschen an. Baby hat nichts an, deswegen zeige ich sie euch jetzt nicht. Sie hat nur eine Windel an. Es ist einfach so unglaublich heiß ist hier bei uns. Ja, es hat sich zum Glück schon ein bisschen runtergekühlt, aber wir hatten heute bestimmt 34 Grad oder so. Also der Sommer kommt nochmal spät, sagen ja alle. Mal gucken, wie das die nächsten Tage so ist. Ob das nochmal richtig heiß wird oder nicht. Wir haben den Pool nämlich schon abgebaut, so ärgerlich. Ja, mal gucken, ob da jetzt noch mal was kommt oder nicht. Nasco, kommst du? Genau, wie gesagt, die Lia liegt im Kinderwagen und schaut die ganze Zeit nach oben. Und ich hoffe, sie schläft gleich ein bisschen ein. Aber, Ja, guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gerade einen Baublock für euch gedreht, beziehungsweise sogar zwei fast, also eineinhalb, sagen wir mal. Und ich bin hier gerade im Zimmer der Kleinen und wir haben hier einfach so ein paar Sachen eingeräumt und aufgeräumt. Hier seht ihr das, ne? Hier sind schon ein paar Sachen und so. Und ja, der Teppich liegt, aber das seht ihr alles im Baublock. Also schaut am besten die Baublocks, denn seid hier oben immer up to date. Ich werde jetzt das Fenster wieder zumachen und dann werden wir wieder runtergehen.
Und auf meinen Vater warten. Das regnet nämlich schon wieder den ganzen Tag. Und dann wollten wir kurz mit Lia noch los. Und Holz holen, genau Holz. Und danach wollte er noch Sand holen, weil mein Vater baut gerade unsere Terrasse. Und ja, dann war es das eigentlich, was wir heute so machen. Heute ist wieder ein chilliger Tag, weil gestern war ja echt anstrengend. Gestern so viel erlebt, so viel gemacht und genau. Die Kleine hat ja gerade schon eine Stunde geschlafen. Richtig schön. Und ich denke, sie wird gleich nochmal einschlafen, aber jetzt gehen wir erstmal runter, die Hunde füttern. Und mein Bein tut immer noch weh, Leute. Ist echt Treppe laufen. Naja, aber wird schon nach. Ich wollte mir hier noch was angucken. Haha, guck mal. Männer haben hier ein Loch zugemacht. Sehr schön. So, die Kleine ist jetzt im Nomi und ich werde jetzt die Hunde füttern. Übrigens, wenn ihr Schnullerketten habt und euer Kind ist kein Schnullerkind, so wie Lia, dann könnt ihr die ganz einfach ans Spielzeug ranmachen, dranhängen und wenn sie es runterschmeißt, fällt sie nicht auf den Boden. Das ist schon sehr praktisch. Oh. Oh, Gesundheit, mein Schatz. Genauso wie diese Kette hier, die ist nämlich aus komplett Silikon und sie kaut da so gern drauf rum. Und ihr seht, das Spielzeug hier ist auf jeden Fall sehr beliebt und genau, wir haben es jetzt hier festgemacht und wenn sie es runterschmeißt, dann fällt es eben nicht ganz runter. Und manchmal kriegt sie es sogar selber wieder hoch, wenn sie an der Kette zieht. Also, falls ihr wirklich eine Schnullerkette über habt, dann könnt ihr das total gut dafür verwenden. Ich habe gerade gesehen, dass ja, das Video etwas kurz geworden ist und auch irgendwie so ohne Struktur und Muster und irgendwie alles zusammengeworfen. Und dementsprechend dachte ich, gehe ich jetzt nochmal auf ein Thema mit euch ein, was euch total interessiert. Ich wurde auf Instagram jetzt schon so oft gefragt, ob ich darüber mal sprechen kann. Und ich dachte, bevor ich dann ein extra Video zu mache, mache ich das einfach hier mit in den Vlog. So habt ihr so ein bisschen Vlog, aber auch so ein bisschen, ja, unsere Beziehung nach der Geburt. Also die Beziehung zwischen mir und Felix nach der Geburt oder seit der Geburt. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe auf Instagram schon gesagt, ja, es hat sich verändert, aber es hat sich unglaublich positiv verändert. Also klar, wir sind ein Pärchen, was sich, glaube ich, niemals trennen könnte, weil wir sind jetzt schon fast 5 Jahre zusammen und haben eigentlich unsere ganze Jugend miteinander verbracht. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt, wo wir erzählt haben, wie wir zusammengekommen sind. Ich versuche euch das nochmal hier oben zu verlinken. Genau, also wir haben eigentlich die ganze Jugend miteinander verbracht. Wir kennen uns in- und auswendig, wir kennen die Macken von dem anderen. Und eigentlich ist das so der Punkt, wo man einfach oft streitet, weil es einfach viele Macken gibt, die der andere halt, womit der andere halt nicht umgehen kann. Bei uns ist es so, er hat Macken, ich habe Macken. Ich kann mit seinen Macken sehr gut umgehen. Klar, es stört mich und manchmal werde ich auch sauer und na, ich brülle ihn nicht an, aber ich mecker auch mal, ja, aber das ist, glaube ich, völlig normal. Und auch er hat Macken an mir gefunden, wo er ja, sich manchmal denkt, okay. Ja, aber klar, wir streiten auch. Wer streitet nicht in einer Beziehung? Ich glaube, das gehört dazu. Ich meine, es gehört dazu, sich zu vertragen und sich wieder lieb zu haben und ja, dass alles wieder toll ist. Und man muss auch mal streiten. Ich meine, stell dir vor, man streitet nicht. Das kann ja auch nicht funktionieren, oder? Ich bin seit der Geburt viel glücklicher mit Felix. Also ich ja, fühle mich einfach angekommen in der Beziehung. Vorher war das halt so eine Jugendliebe. Also man war halt zusammen und jetzt ist man halt so eine kleine Familie. Also ja, er hat eben so eine kleine eigene Familie eben. Und ich bin einfach viel, viel glücklicher jetzt mit ihm als wirklich vor der Geburt. In der Schwangerschaft war das noch nicht so. Also wirklich erst seitdem Lia da ist, weil ich einfach sehe, wie glücklich er ist. Ich sehe, wie er aufgeht mit Lia. Wie toll er erzählt, wie stolz er über sie erzählt. Überall erzählt er nur Tolles von der Kleinen. Klar, die Kleine ist ja auch einfach bezaubernd. Und ist einfach so stolz und so mit Glück gefüllt. Und das überträgt er einfach auch auf mich, auch auf die Kleine und auch auf unsere Beziehung. Also ich muss wirklich sagen, ich bin so glücklich im Moment, wie das alles läuft. Wie gesagt, es gibt Momente, wo man sich einfach nur denkt, nein, jetzt nicht. Gut, klar, ich kann sagen, ich bin seit der Geburt von Felix, Geburt von Felix, Geburt von Lia, bin ich auch ein bisschen
Ja, manchmal ein bisschen genervter, muss ich wirklich sagen. Also, weil ich einfach wirklich den ganzen Tag bist du mit diesem Kind allein oder mit Lia allein. Und wenn es mal ein anstrengender Tag ist, wo sie ganz viel weint, dann ist man abends auch einfach so ein bisschen gestresst, man ist einfach so ein bisschen angespannt und dann macht Felix etwas, was mir nicht so gefällt. Dann bin ich schon öfters ein bisschen garstig, muss ich wirklich sagen. Aber was er auch seit der Geburt macht, ist, dass er damit viel besser umgeht. Also er versteht es dann auch, wenn ich wirklich garstig bin und ihn anmecke und sage dann, ja, du lässt mich mit der Kleinen allein zum Beispiel oder ich bin den ganzen Tag allein mit ihr und jetzt tust du mir abends das noch an und so. Dann versteht er das auch, ja, und sagt, ja, aber er muss ja arbeiten und so. Was ja auch stimmt, ich meine, er muss arbeiten. Einer in der Familie muss ja das Geld verdienen, sage ich mal. Und ja, aber ich finde wirklich, er versteht es einfach besser und er kommt damit einfach besser klar. Oder er geht anders damit um, sage ich mal, ja. Besser so. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie eure Beziehung so seit der Geburt ist. Was bei uns abgenommen hat, ist so ein bisschen die Zweisamkeit. Natürlich, ne? Also Zweisamkeit mit Baby ist ziemlich schwierig. Aber was jetzt nicht heißt, dass wir da irgendwie total, dass das total vernachlässigt wird, sondern man hat einfach auch abends Momente, wo man dann mal kuscheln kann und einen Film gucken kann. Ja, so allgemein einfach, ne? Also es fehlt dann. Damals hat man sich halt öfters geküsst sozusagen, ne? Also jetzt ist es eher so, er kommt von der Arbeit, da gibt's nicht zuerst den Kuss so, hallo, du bist wieder da, sondern da gibt's halt erstmal Lia, ne? Also Lia, hallo mein Schatz und ne? Und dann wird erstmal Lia begutachtet und mit Lia ein bisschen rumgespaßt und dann irgendwann kommt der Begrüßungskuss, sag ich mal. Das war halt damals auch total anders. Aber ich denke, das ist alles völlig normal. Ich meine, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, ich bin wirklich viel, viel glücklicher jetzt. Ich fühle mich angekommen. Ich fühle mich gefestigt auch. Ja, und ich bin einfach so glücklich. Wirklich. Ich bin so glücklich mit Felix und auch mit Lia. Also, das passt einfach alles gerade perfekt. Und was ich auch finde, dass Lia noch mal so einen richtigen Anstupser gegeben hat in unserer Beziehung. Also es war halt vorher so, dass man sich überlegt hat, okay, hält das wirklich für ewig und bleiben wir jetzt länger zusammen? Aber Lia hat wirklich so einen Stoß gegeben, wo ich sage, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne diesen Mann zu leben, ja? Also wirklich so einen richtigen positiven Kick sozusagen gegeben und ich bin einfach total glücklich und ich würde jetzt auch nichts an unserer Beziehung verändern. Also nee, es gibt nichts, wo ich sagen würde, das stört mich jetzt total oder das möchte ich jetzt unbedingt anders haben, sondern es ist wirklich so, dass ich sage, ich komme mit seinen Macken klar, die er immer noch hat, die haben sich nicht verändert und so, aber er kommt halt auch damit klar, dass ich mich darüber beschwere. Und es passt einfach, ne? Also er geht damit gut um, ich gehe mit seinen Macken gut um, er geht mit meinen Macken vor allem auch gut um. Also ich habe auch ein paar Sachen, die ihm einfach stören oder die halt einfach nicht so toll sind. Aber auch damit kommt er total zurecht. Und ja, wir sind einfach so vielleicht auch das gegenseitige Puzzleteil, was so ein bisschen gefehlt hat. Also wir stimmen uns so richtig gut ab, finde ich. Und das finde ich einfach. Ich kann immer nur wieder sagen, ich finde das toll, ich bin glücklich. Und wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist oder war. Habt ihr euch vielleicht sogar getrennt danach, weil es einfach zu kompliziert war, weil ihr zu überfordert wart oder irgendwas? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und nein, es ist absolut nicht verwerflich oder schlimm, wenn ihr euch getrennt habt, weil ihr überfordert wart oder weil irgendwas nicht gepasst hat. Es ist absolut nicht schlimm. Ja? Und jetzt würde ich gerne den Vlog beenden. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen, auch wenn er ein bisschen chaotisch war. Aber genau, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!